Hier hätte ich für euch die wahrscheinlich stärkste Arcwing-Melee-Waffe gegen Rhaenyra, die Centaur. Die Centaur macht 196 Schnittschaden, 56 Durchschlagsschaden und 28 Einschlagsschaden. Dazu kommen eine Statuschance von 20%, ein Crit-Multiplikator von 2, eine Crit-Chance von 25 und eine Angriffsgeschwindigkeit von 1,1. Wie man sich direkt denken kann, 1,1 Angriffsgeschwindigkeit ist extrem viel und 20 Status ist auch sehr viel und 25 Crit und zweifacher Multiplikator ist auch extrem gut. Jetzt dürften sich vielleicht ein paar fragen, warum ist diese Waffe die beste gegen Rhaenyra? Weil sie hat ja nur 56 Durchschlagsschaden und die Onorix als Beispiel hat ja 58 Durchschlagsschaden und auch etwas mehr Gesamtschaden. Aber wenn man dann jetzt hier vergleicht, die Onorix hat gerade mal 1 Angriffsgeschwindigkeit, ist jetzt nicht viel weniger, aber doch etwas. Und dazu kommen gerade nur 15% Crit-Chance und nur 1,3-facher Multiplikator. Heißt, wenn wir mit dieser Waffe einmal critten, machen wir direkt ein Vielfaches des Schadens. Das Ganze kann man sich dann jetzt auch mal hier mit den gemoddeten Werten anschauen. Das sieht man dann direkt, dass ich 52,5% Crit-Chance habe und 4,2-facher Multiplikator. Zu meinem Bild ist zu sagen, wie immer gegen Rhaenyra gehe ich auf Korrosion und Explosion, einfach weil man damit den höchsten Schaden gegen die Weltraum Rhaenyra erzielt. Und um diesen optimalen Bild zu erlangen, braucht man 3 Formas, nämlich 2 Vs und 1 Minus. Als Mods habe ich dann jetzt drin die galvanisierte Klinge für den Elektroschaden, giftiger Stich, damit sich das beides zu Korrosionen kombiniert, lodernder Stahl und Gletscherkante, damit sich das zu Explosionen kombiniert. Und dann habe ich noch drin Verlängern, einfach damit meine Reichweite noch größer wird. Die letzten Mods sind dann hier noch die Crit-Chance mit 150% plus, Crit-Schaden plus 110% plus und natürlich einfach noch der Nahkampfschaden erhöht plus 60%. Alles in allem kann man eigentlich sagen, die Centaur ist momentan mit einer der besten Arcwing-Waffen überhaupt und vermutlich später auch eine der besten Waffen, wenn die neuen Infested-Weltraumgegner rauskommen. Mehr kann ich euch zu dieser Waffe eigentlich nicht erzählen. Und ja, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Gameplay für euch. Habe ich eben, glaube ich, vergessen zu erwähnen, aber von der Centaur, die Aegis kann man finden in jeder Corpus-Sabotage-Mission und die Klinge auf Uranus in der Abfangmission. Und dann lassen wir jetzt hier den Spaß mal anfangen. Und mit dieser Waffe kann man wirklich extrem hohen Schaden machen pro Schlag. Da gehen selbst hochlevelige Gegner mit ein bis zwei Schlägen tot. Hier selbst die Ogma-Drohne nach drei Schlägen war sie weg. Und selbst wenn man hier bis Runde 12 oder 16 spielt, auf Uranus abfangen, die Gegner werden immer noch nach ein bis zwei Schlägen weg sein. Das war gerade ein sehr hoher Crit gewesen. Wenn ich mich nicht versehen habe, 24.000.